Nein. Was ist denn los? Wir sind richtig pünktlich. Überfrüh, Leute. Richtig pünktlich wach. Dieses Bett hat mich zerstört. Na Gott sei Dank, weil die erste Stunde hast du nämlich geschnarcht, ey. Ich dachte, fuck. Und dann aber hatte ich das Bett sozusagen mürbe gemacht und dann konnte ich einschlafen. Es ist 7.25 Uhr. Paul, wir waren um 7.15 Uhr verabredet. Deswegen sind wir extra um 6.45 Uhr aufgestanden. Keine Nachricht, keine nix. Wahrscheinlich hast du verschlafen. Das ist ein No-Go. Zu spät kommen, das können wir gar nicht leiden. Ja? Ja? Bin gleich da. Alles klar, bis gleich, Paul. Ja? 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 Bin gleich da. Ich bin doch gleich da. Ich liege noch im Bett und bin gerade erst so, aber ich bin doch gleich da. Na, lass mich raten. Du warst schon mal hier, ganz früh, wir haben noch geschlafen, bist wieder zurückgelaufen und bist jetzt extra nochmal gekommen. Ich hab extra Brötchen noch geholt. Deswegen bist du eine Stunde zu spät. Eine Stunde ist es ja wohl nicht. Wie viel ist es denn? Es ist 7.53 Uhr. Mhm. Wie viel bist du zu spät? Eine Dreiviertel, nee, noch nicht mal. Noch nicht mal eine Dreiviertelstunde. Noch nicht mal eine Dreiviertelstunde, Leute. Also, entschuldige bitte. Also wirklich. Also, was für uns hier war, Muri, unglaublich. Wir haben schon zwei Ü40er Barsche gemacht. Maxi hat übrigens geschrieben, heute auf Instagram, mit Köderfisch zählt nicht unter deinem Barsch. Sag ihm nochmal, Köderfisch oder nicht? War leider kein Köderfisch. Maximilian, wir sind doch keine Plumpsangler. Die Wellen von vorhin? Irgendwie habe ich Angst gerade. Wir sind hier mitten auf dem See. Ich meine, der See ist nicht riesengroß, aber man sieht nichts und wir wissen nicht, wo wir langfahren hier. So, Leute. Zu spät kommt, den bestraft das Leben. Richtig. So richtig, Herr Eras? Genau. Na, eigentlich von unten und du hättest auch den anderen Haken nehmen müssen. Der ist nämlich schon angedrückt da hinten. Dann hält er nämlich besser. Ja, Leute, ich bin hier Instructor. Durch den Mund, durch die Gehirnmethode ist es. Genau, von unten nach oben, richtig. Und dann hält er nämlich richtig gut. So, Paul, du arbeitest jetzt fürs Team Köderfisch angeln, also gib dir Mühe. Da steht 3-5 gegen dich. Nee, Paul, du musst es schon ordentlich betreiben. Mach ich doch. Nee, du musst es in der Hand nehmen und musst ihm sozusagen Leben einhauchen. Sonst ist es halt ein ungleicher Wettkampf. Das ging ja mal schnell. Kleiner Guten Morgen, Hecht. Guten Morgen, Hecht. Das bedeutet, dass es jetzt 6-3 steht. Paul, also gib dir mal ein bisschen Mühe, nicht, dass du mit Absicht hier weglässt und manipulierst. Ha? Mach ich. Ich hab dich die ganze Zeit nur chillen sehen. Du musst dein Bestes geben. Im Namen der Wissenschaft. Nummer 7. Nummer 7 für Spinnangeln. Paul, was ist da los? Köderfischangeln ist einfach ein bisschen komisch. Du musst einfach dran glauben und dir mal wirklich jetzt mal langsam wirklich einen Plan machen. So, und ich finde auch, Muris reicht jetzt. Du musst jetzt eigentlich die Köderfischroute übernehmen. Würde ich auch sagen. Wirklich? Mach ich gleich. Ich schwöre, sonst gehe ich nie wieder Köderfisch angeln. Das meine ich ernst. Kann nicht sein, dass du hier die Leute aufhetzt, Hashtag Köfi und so weiter, und dann der Einzige bist, der nicht einmal diese Köderfischroute in die Hand nimmt. Ich hatte sie gestern in der Hand. Ich werde heute auch noch Köderfisch angeln, also... Jetzt. Gleich. Wir haben nicht mehr so viel Zeit, eine halbe Stunde oder so. Ja, mache ich gleich für dich. Nein, für die Wissenschaft. Für die Wissenschaft, okay. Und für die Zuschauer, denen du es versprochen hast. Nee, die wollten, doch. Dass wir Köderfisch angeln gehen. Nicht, dass ich alleine. Zu wir gehört auch du mit dazu. Okay. Ich schwöre euch, das war's. Was hast du in deiner Hand? Ja, ich hab's jetzt übernommen, weil ihr euch nicht drum gekommen habt. Einfach rausgeschmissen, hinterhergeschleppt in der Bahn, wo wir sozusagen langgetriftet sind, da wo hundertprozentig kein Hecht steht. Parallel geschmissen hier. Das ist doch unfair. Und ich sage, ich mach das jetzt für euch, aber danach mach ich's nie wieder. Wenn ich hier der Einzige bin, der hier... Darf ich vorstellen? Victor hat schlechte Laune. Ja, zu Recht. Kannst du deine Gefühle gerade mal in drei Sätzen beschreiben? Unkollegiales Bootsverhalten. Das war nur ein Satz.
Ja, der reicht. Der war stark genug. Mhm. Und Paul hat wieder gute Laune. Ja. Ganz tief in seinem Herzen ist er halt ein Posenangler. Niemals. Niemals. Nachher freue ich mich schon auf den Zandersee, Leute. Da hole ich meine Tox mir ab. Jetzt bin ich jetzt ein Plumpsangler, nur euretwegen. Oh, Paul. Dreimal raufgehackt. Na, na, na. So klein ist er, glaube ich, gar nicht. Oh. Oh. What is it? Ein guter. Barsch oder Hecht? Hecht auf jeden Fall. Wow. Yes. Yeah. Dickes Ding, Alter. Wow. Schönes Ding. Alter, geil, ey. Das Beste ist immer noch, sind deine Emotionen, wenn so ein Fisch alle angelt. Ich glaube, ich habe einen. Fisch. Yeah. Bam. Sehr gut. Perfekt. Dann würde ich sagen, kannst du ja weiter Küffi angeln. Nee, danke. Alles bleibt an ihm hängen. Unglaublich. Unglaublich. Unbelievable. Mhm. Wir sind jetzt hier in Lindo am Hafen am Gundelachsee und haben uns jetzt hier ein Boot gemietet und fahren auf den Filetsee, weil mit dem Filetsee, Leute, da haben wir noch eine Rechnung offen. Oder, Paul? Absolut. Muri, wieso nehmen wir nicht das hier? Ist doch viel, viel geiler eigentlich. Hm? Würde ich gerne nehmen, wenn wir zu zweit oberkörperfrei da drauf den Sonnenuntergang entgegenreiten. 8:3 für uns Spinnangler. Ja, ne? Was machen wir jetzt? Zander angeln. Die Zander sollen gut beißen. Wir sind jetzt hier bei Jetbay, haben ein Boot bekommen, ganz spontan, was sehr, sehr gut war. Und zandermäßig seit 3 Jahren keinen mehr gefangen. Also ich bin gespannt. Murat hat seinen ersten. Oh nein. Aber wir freuen uns, weil wir wissen ja, ist der erste Fisch ein Barsch, ist der Zandertag gerettet, oder? Ja. Habe ich das aber was verwechselt gerade? Streifenzander. Ja. Mhm. Muri. Victor? Hä? Weißt du, was ich hasse? Was? Zanderangel. Ey, ist wirklich, Leute. Zanderangeln ist so geil. Dieser See zeigt sich ja von seiner besten Seite. Zanderangeln war Fleißarbeit, oder? Mhm. Da sind schon so Wörter gefallen wie Beißzeit, Luftdruck. Hier. Beißindex. Beißindex. Ich brauche das Gefühl, dass es knallt. Aber es kommt gleich. Ich spüre es. Es baut sich auf gerade. Ich hätte ja Bock, einfach von diesem scheiß See zu verschwinden und ein paar Barsche zu angeln, weil das ist hier echt wie am Penisstrom. Ich glaube schon an die Sache hier. Ich gar nicht. Paul, fährst du? War das gerade eine Emotion oder drillst du gerade 90er Zander? Von der Mimik her wäre es so fast das Gleiche. Paul, fährst du? Kann ich machen. Dann wollen wir den Spot hier echt schon aufgeben, ja? Ja. Der sah auch so vielversprechend aus. Wir wechseln jetzt auf den Gudelachsee. Ich hätte ja noch gerne dort geschmissen ohne Ende, aber Murat meinte, nee, lass mal abhauen hier, ist alles zu mühselig. Aber ich war kurz davor, einen zu fahren, wirklich. Ich hatte ein Gefühl, man ordnet sich dann einfach gerne unter. Er war total dabei, aber ich habe festgehalten. Da ist er, beim Zanderangeln, der Zanderkönig. Alles Propaganda, das hat mit Realität nichts zu tun. Muri, ha, Barschmaster, ey. Schön. Mhm. Nicht schlecht. Ja. So, erster Wurf auf neuem See und hat gleich erstmal einen etwas kleineren Barsch gefangen. Nein, für Murat war ja natürlich schon groß. Das war ja eine Zeitreise für dich. Du hast ja quasi Augen zugemacht, aufgemacht und bist beim Fisch. Ja, das stimmt natürlich. Und es steht nur noch. Wie steht eigentlich? Keine Ahnung. Ein kleiner.
Naja. Aber erzählt. Wiedersehen. Tschüss. Oh. So, fertig. Gestern war richtig gut. Heute war so ganz schwierig, ne? Ja. Wer hat denn jetzt eigentlich gewonnen? Wir. Wir, würde ich sagen. Ja, ja. Geil, oder? Wir haben wieder mal gewonnen. Okay, das war unsere Köfi-Folge, Leute. Das entscheidet ihr. Spinnhangeln hat gewonnen. Hätte Köfi gewonnen, hätten wir es nochmal gemacht. Aber so. Nee, Köfi, ich darf mir wie immer einen Hashtag wünschen. Und bei. Boah, was hatten wir beim letzten Mal? 5.000. Und 10.000 sind es geworden, also muss es jetzt mindestens 100.000 sein. Nee, 20.000. Bei. Likes oder was? Likes. Ach so. Ja, Likes. 20.000 also, Likes. Also, bei Aufrufe kriegt ich gar nicht. Ja, das kriegen wir hin. Also 20.000 Likes. Und Victor und ich gehen wieder mit Harald Köfi angeln. Hm. Und nehmen keine Spinnrute mehr. Ja. Weil sonst muss ich wieder alles machen und er angelt die ganze Zeit mit Spinnrute, obwohl er der Plumpsangler ist. Ich mach mir einfach 19.000 Accounts. Also, schaltest das nächste Mal ein bei ich gehe Köder auf dich angeln. Gut, bis dann. Ciao.